Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Sprint to Glory auf meinem Kanal. Und zwar heute wahrscheinlich der heftigsten Sprint to Glory, die wir bisher hatten. Wir starten heute rein mit einer Sprint to Glory mit dem allerschlechtesten Verein in FIFA 18, Galway United. Hier seht ihr den Club. Checkt gerne meinen Partner MMOGA in der Beschreibung aus für günstige FIFA Points, Xbox und PSN Cards sowie Game Keys. Dazu gibt es auch noch einen Rabattcode und mit jedem Kauf unterstützt ihr mich natürlich. Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Sprint to Glory auf meinem Kanal und heute mit der allerletzten Sprint to Glory vor der ganz, ganz großen Sprint to Glory. Ihr habt es wahrscheinlich davor schon gesehen, in einem kleinen, ich sag mal, Teaser. Und da starten wir natürlich rein mit der schlechtesten Mannschaft, heute noch mit einer einigermaßen guten Mannschaft. Und zwar starten wir rein mit Borussia Mönchengladbach, 4 Sterne insgesamt, ein Transferbudget von 30 Millionen. Ich habe übrigens auch mit dem anderen Verein schon angefangen, bin da schon seit längerem ein bisschen dabei im Hintergrund. Und da hatten wir ein Transferbudget in der ersten Saison von 500.000. Also da sind wirklich Welten zwischen. Wir starten rein mit Borussia Mönchengladbach, gegründet 1900. Und wir konnten 5-mal die Meisterschaft und 3-mal den Landespokal erringen. Die legendäre Fohlenelf konnte als zweites Team nach dem FC Bayern München 3 Bundesliga-Titel in Folge feiern. Und ja, wir wollen heute natürlich vielleicht, wenn wir 3 Saisons spielen, auch nochmal 3 Bundesliga-Titel in Folge feiern. Mal sehen, wie weit wir kommen. Falls euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir die 1000 Likes und dann starten wir rein in die Sprint to Glory mit Borussia Mönchengladbach. Und denkt dran, nächste Woche Samstag, 10.30 Uhr, auf jeden Fall am Start sein auf meinem Kanal, denn da starten wir rein mit dem schlechtesten Team. Und um unser Transferbudget zu Beginn nochmal ein wenig anzuhöhen, gibt es natürlich das jährliche Vorbereitungsturnier und wir starten rein im European International Cup. 8 Millionen könnten wir bekommen und da hoffe ich natürlich auf die maximale Gewinnausschüttung. Dann erstmal ein kleiner Überblick über unseren Kader. Raphael, Stindl, Johnson, Strobel, Kramer, Hazard, Janschke, Ginter, Westergaard, Wendt und Sommer. Und wir hätten auf der Bank auch noch ein paar Spieler, die vielleicht nicht ganz so alt sind. Ein Grifo ist noch jung mit 24. Elvedi ist auf jeden Fall noch jung. Dieses Jahr auch wirklich seine Standardposition RV und die zweite IV. Letztes Jahr war es ja genau andersrum. Und dann haben wir wirklich noch unfassbar junge Spieler. Benesch, Oxford, Cuisance, wenn er so ausgesprochen wird. Französisch, da habe ich nicht unbedingt so viel Plan. Doucouré, Zakaria. Alles so verdammt junge Spieler. Sogar hier ein Villalba, der gerade mal 18 Jahre alt ist. Da haben wir ordentlich Talente. Und ja, man, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die uns hier irgendwann weiterhelfen können oder ob die dafür noch ein wenig zu jung sind. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf dem Transfermarkt ein. Und die ersten beiden Baustellen, die ich hier so ein wenig, ja, reparieren möchte, ist auf jeden Fall ZDM oder ZM. Und dann, ja, Rechtsverteidigerposition bin ich mir noch nicht so sicher, denn wir haben Elvedi, der ist 19, nee, ist mittlerweile 20, aber hat schon eine 75, also der ist da wirklich ganz, ganz knapp hinter der ersten Elf. Erste etwas traurige Nachricht, und zwar wechselt Stindl, glaube ich, per Freigabesumme hier, weil das genau die gleiche Summe ist. Wir haben noch keine Nachricht im Posteingang bekommen, ich habe jetzt gerade nur ein Angebot für Drimmic bekommen und deswegen habe ich das gesehen. Und das bedeutet, wir müssen uns scheinbar doch nochmal nach einem neuen Stürmer umsehen, denn Stindl wechselt zu Everton für knapp 40 Millionen. Und jetzt können wir jetzt wirklich hier schwarz auf weiß lesen oder eher gesagt, ja, weiß auf grau an der Seite. Stindl wechselt zu Everton 39,1 Millionen und ich schätze mal so, ja, 33 bis 35 werden wir dafür bekommen, um uns einen neuen Stürmer zu holen. Und Drimmic hat sich jetzt auch verkauft und zwar wechselt er zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart für 12,5 Millionen und dazu kommt, dass, ja, die nächste Freigabesumme leider gezogen wird und zwar wechselt Thorgan Hazard für gut 35 Millionen zu Crystal Palace. Damit ist Thorgan Hazard gekauft, wir kriegen dafür 29 Millionen für neue Transfers und wir haben es geschafft, wir haben unseren ersten
Spieler verpflichtet. Und zwar Angel Correa als neuen Stürmer, als Stindl-Ersatz, hat insgesamt ein 80er Rating. Wir bezahlen 24 Millionen bei einem Marktwert von 21 Millionen. Geht, denke ich mal, in Ordnung, und der wird dann natürlich auch direkt in die erste Elf reinkommen und Raul Bobadilla wieder ersetzen. Und dann sieht jetzt unsere Offensive so aus, und dazu muss man sagen, Correa hat noch um einiges mehr Potenzial als ein Stindl. Die nächste Verpflichtung wird dann Gelsen-Martins sein. Wie gesagt, unser rechter Mittelfeldspieler Thorgan Hazard hat sich ja leider ebenfalls einem neuen Verein angeschlossen. Wir holen uns jetzt Thorgan Hazard. Wir holen uns jetzt Gelsen-Martins für 39 Millionen, damit ziemlich deutlich über Marktwert, aber ich bin der Meinung, dass das trotzdem eine gute Investition für die Zukunft ist. Entweder verstärkt er unsere Mannschaft enorm, oder er wird einfach in Zukunft verkauft, und ja, wenn er verkauft wird, dann kriegen wir mehr Geld als 39 Millionen daraus. Und ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir weiter vorgehen werden. Ein ZM ist eigentlich meiner Ansicht nach noch Pflicht. Und tatsächlich haben wir jetzt für Raphael ein 25 Millionen Angebot vorliegen, und das ist für einen 32-Jährigen ja mehr als genug. Das müssen wir annehmen, egal für was Raphael bei Borussia Mönchengladbach steht. Das ist sowieso immer egal bei Sprint to Glories, damit ihr Bescheid wisst. Und 25 Millionen, ja, da können wir uns deutlich was Besseres holen, als derzeit Raphael für uns ist. Die nächste Verpflichtung haben wir diesmal sogar persönlich abgehandelt. Und zwar hatte ich Angst, dass mein Assistenztrainer das versaut. Wir verpflichten Angel Gomez fürs zentrale Mittelfeld. Topspieler verpflichtet. Und ich glaube, ich habe noch nie in der allerersten Saison wirklich so einen Umbruch gewagt. Und ja, das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch brauchen könnten, ist ein weiterer Stürmer. Oder wir spielen wirklich eine Saison noch mit Bobadilla, aber da müssen wir wirklich damit rechnen, dass der nach unten geht, denn der ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Und dann haben wir jetzt auch noch unseren Stürmer verpflichtet, Dolberg. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den habe ich leider ein wenig verhauen. Den hätte ich, ehrlich gesagt, vielleicht sogar noch ein bisschen lieber gehabt. Aber jetzt haben wir Vitinho, hat auch ein 83er Potenzial, derzeit nur eine 77. Damit ist er nur Nummer 2 oder Nummer 3 insgesamt im Sturm, aber der wird auf jeden Fall Bobadilla im Laufe dieser Saison schon überholen. Und dann starten wir rein in die erste Saison. Und wir sind jetzt in der Halbzeit der Saison angekommen und schauen natürlich, wie wir tabellarisch stehen. Trainerwertung sagt, wir sind sehr, sehr gut am Start. Den HSV geschlagen und insgesamt in der ersten Saison direkt auf Tabellenplatz 4. Wird das vielleicht was mit der CL-Qualifikation im ersten Jahr? Das wäre natürlich ein Traum, aber wie gesagt, da sind wir leider derzeit noch 18 Spieltage von entfernt. Bayern hinter uns, die werden wahrscheinlich vorne noch angreifen. Und dann schauen wir rein in unsere Mannschaft. Die sieht derzeit so aus. Bobadilla kann ich wahrscheinlich derzeit jetzt austauschen schon. Vitinho jetzt auch mit der 78 am Start. Martins auf der 82 mittlerweile ist damit der beste Spieler im Kader. Nee, Sommer. Sommer hat ja sogar die 84 hier. Und Janschke wird wahrscheinlich auch irgendwann da von Elvedi verdrückt. Denn ich glaube nicht, dass sich Janschke noch so viel entwickeln wird. Genauso wie Wendt, da müssen wir vielleicht auch mal eine Alternative ran schaffen, denn Wendt ist nicht mehr der Jüngste. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Wir starten direkt rein in die zweite Saisonhälfte, sollten wir keine Angebote bekommen. Ansonsten können wir vielleicht nochmal Transfers tätigen, aber mit derzeit 2 Millionen kriegen wir da keinen einzigen Spieler, der uns irgendwie weiterbringt. Und idealerweise warte ich jetzt schon seit 5 Minuten, dass ich hier irgendwas klicken kann. Es funktioniert nicht mehr, das Spiel hat sich mal wieder aufgehängt wie so oft, und ich bin echt gespannt, wo der letzte Speicherstand ist. Ärgerlicherweise sind wir jetzt derzeit Erster in der Tabelle. Wir haben alle überholt, wir hatten bisher die letzten 4 Spiele alle gewonnen, waren damit vor Schalke, vor Mainz, vor Bayern und wer da jetzt noch vorne mit dabei war, ich glaube Köln auch noch. Und ja, jetzt hängt sich das Spiel auf. Das bedeutet, wir müssen leider alles nochmal neu starten. Sehr, sehr ekelhaft und ätzend, aber es führt leider kein Weg drumherum. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon einmal abgespeichert habe, da ich normal immer am Saisonende abspeichere. Und das bedeutet, wir müssen uns vollkommen auf den Autospeicherstand verlassen. Und das nervt mich echt unglaublich. Und nochmal wirklich ein Last-Second-Verkauf. Und zwar Ibrahima Traoré war nur noch zweite bzw. dritte Wahl auf der rechten Mittelfeldposition. Wir kriegen jetzt allerdings kurz vor Ende für einen schon etwas älteren Spieler 25 Millionen. Und ja, ich würde das eigentlich ganz gerne für die Linksverteidigerposition investieren, denn mit Wendt haben wir einen sehr alten Spieler und da haben wir überhaupt kein Backup. Deswegen haben wir nochmal gut 23, na gut, ich schätze, es ist deutlich weniger,
Ja, gut 20 Millionen für die Linksverteidigerposition. Und dann, wie eben angekündigt, nochmal eine Verstärkung auf der Linksverteidigerposition. Und zwar Aaron Martin wechselt zu uns. Wir sehen ihn genau hier. Er hat derzeit ein 78er Rating. Wir kaufen ihn knapp über Marktwert. 17 Millionen für einen Spieler, der 14 Millionen Marktwert hat. Geht, denke ich mal, in Ordnung. Und der könnte sogar direkt Stamm spielen, wenn zwar mit exzellenter Form. Nur ich baue hier immer so das Beste auf. Letztendlich entscheidet sowieso der Assistenztrainer, wer jetzt gerade spielt. Und das ist derzeit unser bester Kader, den wir zur Verfügung haben. Und jetzt sind wir dann am Saisonende unserer ersten Saison mit Borussia Mönchengladbach angekommen. Und wir schauen natürlich rein, ob wir Ligaziel schon mal erreicht, ob wir uns international qualifizieren konnten. Und wir können es. Dritter Tabellenplatz am Ende, nur Dortmund und Bayern vor uns. Das ist, würde ich mal behaupten, eine exzellente erste Saison. Das ist hier unser Kader. Mittlerweile André Gomez mit einer 85, damit der beste Spieler im Team. Danach Sommer, Martins, Correa und dann kommt Kramer. Das sind die 80er Spieler, die wir im Kader haben. Und vielleicht werden wir ja jetzt in der Sommerpause nochmal ein paar neue dazu bekommen. Ich denke, Linksverteidiger müssen wir uns vielleicht jetzt doch nochmal verstärken. Ich bin einfach gespannt, was für Angebote wir bekommen, wie viel Transferbudget wir haben, und damit starten wir rein in die zweite Saison und da direkt das erste Mal in der Champions League. Jetzt kommen wir dazu, dass wir uns einen neuen linken Mittelfeldspieler angeln. Gonzalo Guedes war letzte Saison an Valencia verliehen, dieses Jahr wieder zurück bei Paris und deswegen schnappen wir ihn uns direkt, so ist es richtig. 21 Jahre jung, 81er Bewertung, wir bezahlen 30 Millionen bei einem Marktwert von 23. Geht, denke ich mal, noch einigermaßen in Ordnung und er wird natürlich direkt auf die linke Mittelfeldposition kommen. Und Johnson ist gerade auch schon in Verhandlungen, der wird wahrscheinlich verkauft. Und dann sieht unser Kader eigentlich ganz gut aus. Vielleicht nochmal einen neuen Rechtsverteidiger. Elvedi hat zwar auch die 77 und ist noch extrem jung, aber es ist einfach die schlechteste Position und irgendwo müssen wir uns dann verstärken, wenn wir jetzt schon in dieser Saison ordentlich was erreichen wollen. Der eben angesprochene Verkauf von Fabian Johnson ist jetzt ebenfalls über die Bühne. 16,6 Millionen bezahlt Eintracht Frankfurt, 13,5 kriegen wir davon zu Gesicht und wie gesagt, das wird komplett in einen neuen Rechtsverteidiger investiert. Dann haben wir uns jetzt auch nochmal auf der eben angesprochenen Rechtsverteidigerposition verstärkt, sogar mit einem deutschen Spieler und zwar mit Weiser. Der ist nochmal einen Ticken besser als Elvedi und deswegen kommt er da direkt rein. Und dann weiß ich jetzt nicht, vielleicht wird Westergaard uns nochmal verlassen, ob wir uns dann nochmal nach einem neuen Innenverteidiger umsehen. Aber ich muss sagen, unsere Mannschaft sieht mittlerweile echt super stark aus und ich bin echt zufrieden, wie unsere Mannschaft aufgestellt ist. Ein weiterer Verkauf ist ein Innenverteidiger und zwar Toni Janschke, gewechselt für 15,5 Millionen in die Premier League West Ham United und wir kriegen davon 12 Millionen ab. Der letzte Transfer für diese Transferphase ist jetzt auch fix. Wir verpflichten einen neuen Innenverteidiger, Vallejo. Der ist jetzt genauso gut wie Ginter erstmal. Allerdings muss man dazu sehen, dass das Potenzial von Vallejo gerade geupgradet wurde auf ein 89er Potenzial. Damit gehört er zu den besten Innenverteidigern vom Potenzial im Spiel. Und deswegen bin ich ja recht glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten und nur 8 Millionen auf Ginter draufzahlen mussten. Somit sieht das jetzt innenverteidigertechnisch top aus. Vallejo sollte sich da auch dieses Jahr entwickeln. Und dann starten wir rein in die Saison und sehen uns direkt im Winter wieder. Wir sind in der Winterpause angekommen und es sieht recht gut aus, denn ich lese hier 4:0 gegen Freiburg gewonnen. Wir schauen in die Tabelle und wir sind, wie schon letzte Saison, am Saisonende allerdings, Tabellendritter. Sieht nicht schlecht aus, punktgleich mit Dortmund, punktgleich mit Bayern. Das bedeutet, es sollte noch alles drin sein. Trainerauszeichnung haben wir bekommen und wir sind jetzt mittlerweile auf jeder Position in unserem Kader im 80er Bereich sehr, sehr stark. Vallejo 80, Westergaard 80, Martin 80, Weiser jetzt schon die 81 und Gomez unser bester Spieler mit der 86 schon. Das ist wirklich krass, aber wir sind ja dieses Jahr auch in der Champions League dabei, das haben wir uns noch nicht angeschaut, werden wir jetzt allerdings direkt machen und zwar bin ich da selber gespannt, wie wir dort so stehen. DFB-Pokal stehen wir im Viertelfinale gegen FC Bayern und dann schauen wir rein, wir sind sogar als Gruppenerster weitergekommen in der Champions League mit dem Kader. Wow, hätte ich echt nicht erwartet. Wir schauen uns natürlich die Tabelle an, wer bei uns in der Gruppe war.
Aber das ist sehr stark. Keine einzige Niederlage und Manchester City war bei uns in der Gruppe. Wir haben Manchester City einmal geschlagen, einmal unentschieden oder zweimal unentschieden. Das weiß ich nicht genau, aber sehr, sehr stark. Bin ich echt super zufrieden mit. Das geht vollkommen in Ordnung. Und dann starten wir natürlich rein in die Champions League Gruppenphase, K.O.-Phase. Ich glaube nicht, dass wir da sonderlich weit kommen, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir starten rein und sehen uns im ersten K.O.-Spiel wieder. Okay, jetzt kommt es zum allerersten Mal in der Champions League drauf an. Gegen Chelsea, wir spielen zuerst, ich habe es gerade nicht gelesen, auswärts. Chelsea, Ajax geschlagen, Dortmund geschlagen, aber gegen Besiktas verloren. Und vielleicht können wir hier irgendwie überraschen, denn wir sind klar die schlechtere Mannschaft, keine Frage. Dazu noch auswärts, ich wäre hier wirklich irgendwie mit einem Auswärtstor mega zufrieden. Di Maria mit dem 1:0 für Chelsea, Hazard mit dem 2:0 und... Ja, soll ich uns schon nach dem Hinspiel abschreiben? Ich glaube, das mache ich nicht, denn Angel Correa schießt den 2:1 Anschlusstreffer und damit ist im Rückspiel alles drin. 1:0 Sieg im Rückspiel und wir sind weiter. Das ist unser Ziel und dann starten wir direkt rein ins Rückspiel. Es geht wie gesagt direkt los. Einzige Veränderung auf der Bank mussten wir leider, ich weiß gar nicht mehr wen, irgendwen austauschen aufgrund... Ja, von einer Verletzung und wir sind 1:0 hinten im eigenen Stadion. Martins allerdings mit dem 1:1, Kramer verletzt und jetzt nur ein Tor schießen. Und es geht hier in eine Verlängerung, aber durch das Tor von Hazard ist das Ganze jetzt schon, ja, durch. 3:1 für Chelsea und wir verlieren leider knapp mit 3:2, zwei knappe Niederlagen. Aber ich bin trotzdem mega stolz auf unsere Mannschaft, dass wir die Gruppenphase so gerockt haben und auch in der Bundesliga recht gut dastehen. Das Problem ist, dass Chelsea jetzt gerade unsere Form zerstört hat. Und da habe ich jetzt so ein bisschen Angst vor den letzten 10 Bundesligaspielen. Und jetzt sind wir am Saisonende angekommen. Zuletzt nochmal 3:1 gegen Mainz gewonnen. Und es reicht für die erneute Champions League Qualifikation. Wir sind Zweiter, 2 Punkte hinter dem FC Bayern München. Punktgleich mit Leverkusen. Ich habe gesehen, wir haben Dortmund auf jeden Fall geschlagen. Damit bin ich mega zufrieden. Dortmund auch 19 Punkte hinter uns. Also es ist wirklich eine Mannschaft bei uns, die sehr, sehr gut zusammenspielt. Das ist die Mannschaft. Correa 85, Martins 85, Gomez mittlerweile 87. Und ja, wir sind jetzt eigentlich überall sehr gut aufgestellt. Der nächste, den ich wahrscheinlich upgraden werde, ist noch ein zweiter Stürmer, dass wir da vielleicht noch ein paar mehr Kisten machen. Und dann starten wir rein in Saison 3. Und der erste Transfer in dieser Transferphase ist ein Tausch. Und zwar geben wir Vitinho abzahlen, 45 Millionen obendrauf und holen uns Timo Werner, der jetzt ebenfalls zu unseren besten Spielern im Team gehört. Dafür können wir allerdings jetzt auch nicht mehr großartig Transfers tätigen. Mit 10 Millionen ist mittlerweile bei unserer Größe kaum noch was möglich. Und deswegen starten wir direkt rein in die Saison. Außer natürlich, wir kriegen interessante Angebote. Und dann geht es jetzt noch rein gegen Inter Mailand. Und sollte nichts mehr kommen, sehen wir uns natürlich wie immer in der Winterpause wieder. Wir sind erneut am 1. Januar angekommen, Saison Nummer 3 und ihr seht die Tabelle schon. Wir sind derzeit Erster in der Fußball-Bundesliga und wo ist Bayern eigentlich? Bayern auf Tabellenplatz 13, was ist denn dort geschehen? 19 Punkte nur, wir haben 13 Punkte mehr als Bayern, das sehe ich als relativ soliden Vorsprung an. Aber wir schauen natürlich auch rein, wie wir denn so in der Champions League stehen, denn das ist natürlich auch interessant. Und da bin ich echt am gespanntesten drauf, ob wir vielleicht zum zweiten Mal in Folge es schaffen, aus der Gruppenphase rauszukommen. DFB-Pokal sind wir noch drin, da müssen wir im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg ran. Und jetzt kommen wir zur Champions League und bitte lass uns da noch drin sein. Und ja, wir sind leider diesmal nicht in der Champions League durch die Gruppenphase durchgekommen. Leider nur als Dritter hinter Barcelona und Porto. Ganz, ganz knapp, aber neues Jahr, neues Glück. Nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall ein bisschen weiter oben angreifen und auch die Gruppenphase überstehen. Wir sind am Saisonende angekommen und natürlich großes Ziel, die Champions League Quali. Und vielleicht können wir uns sie diesmal sogar anders geholt haben, denn wir stehen... Oder wir standen im Finale der Europa League und wenn wir das gewinnen, sind wir so und so schon für die Champions League qualifiziert. Und ihr habt es gesehen, das bedeutet die Liga, wow, wir hätten uns sogar durch die Liga diesmal wirklich nicht für die CL qualifiziert. Also ich bin echt zufrieden, dass wir dann wenigstens die Euro League gewonnen haben und somit nächstes Jahr dabei sind. Wir gehen in die nächste Saison in Saison Nummer 4. Und der erste Transfer dieser neuen Saison, der vierten Saison, ist abgeschlossen. Wir verstärken uns auf der Innenverteidigerposition, auf der Westergaard-Position
Und zwar mit Daniele Rugani. Und damit ist jetzt unsere Defensive nochmal stärker aufgestellt. Und vielleicht packen wir ja dieses Jahr wirklich was auch in der Champions League. Ich bin jetzt gespannt, vielleicht nochmal einen neuen Keeper holen. Je nachdem, was wir jetzt für Abgänge kriegen. Und dann werden wir mal schauen. Wir müssen jetzt erstmal ran in einer sehr, sehr starken Vorbereitungsturniergruppe. PSG, Chelsea und Atletico Madrid. Und wir verkaufen auch endlich mal wieder einen Spieler. Jonas Hofmann wechselt für 25 Millionen zu Stoke City und da kriegen wir 21,5 Millionen für neue Transfers. Wir verpflichten jetzt einen weiteren neuen Spieler und zwar einen Keeper. 83er Rating, damit derzeit noch ein Ratingpunkt schlechter als Sommer. Wir geben Sommer dafür zwar mit weg, aber ich bin trotzdem vollkommen zufrieden, denn für die Zukunft wird Lafont auf jeden Fall besser. Erst 21 Jahre alt und ja, ihr seht, Jan Sommer wird dazu mit in, ja, oder wird dazu mitgegeben und wechselt zu Toulouse. Aber wir haben jetzt einen neuen Keeper, 5-Jahres-Vertrag, sehr, sehr jung und so sieht jetzt unsere Mannschaft aus, mit der wir in diese Saison reinstarten. Am 1. Januar wieder angekommen und ich bin natürlich ebenso gespannt wie ihr, wo wir jetzt so tabellarisch stehen. Champions League mäßig und Bundesliga leider zuletzt gegen Bayern verloren und irgendwie läuft es nicht mehr ganz so rund. Nur Tabellenplatz 6, überhaupt nicht zufrieden damit, kann ich ganz ehrlich so sagen. Da muss es jetzt auf jeden Fall besser laufen, im DFB-Pokal auch schon gegen Frankfurt draußen. Come on, wenigstens Champions League, das ist so mein einziger Wunsch, den ich jetzt noch habe und da sind wir weitergekommen. Als Tabellenzweiter müssen jetzt gegen AC Mailand ran. Wer ist denn vor uns in der Tabelle? Porto. Wir hatten aber auch eine nicht so sonderlich starke Gruppe. Wir starten jetzt rein ins Champions League K.O. Spiel. Der zweite Gegner in der K.O. Phase in diesem Jahr allerdings. Der erste, einer fällt leider aus und zwar ist das unser rechter Mittelfeldspieler. Dort stand Martins, dafür habe ich Guedes jetzt auf rechts gezogen und Grifo startet links. Mit Grifo jetzt sogar einen Spieler im Kader. Ich schaue gerade mal durch, sogar zwei, Zakaria auch noch, die von Anfang an bei Borussia Mönchengladbach waren. So, gegen Mailand rechne ich uns sogar Chancen aus. Donnarumma natürlich ein exzellenter Keeper, der Beste in dem Alter. Wir haben allerdings den Zweitbesten mit Lafont und Grifo macht sogar das 1:0. Da hat der Trainer wohl wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Wow, Grifo 2:0. Ich gucke einmal weg. Und Grifo macht das 2:0. Und ohne Gegentor im eigenen Stadion. Gibt es einen besseren Traum, als so das Hinspiel zu beenden? Ja, es war halt echt nur ein Traum. Wir spielen leider nur 2:1. Aber sehen wir es doch mal positiv. Erstes K.O.-Spiel, was wir mit Borussia Mönchengladbach in der Champions League gewinnen. Und wir starten jetzt rein ins zweite. Leider der nächste Flügelspieler, der sich verletzt. Das könnte bitter werden, aber wenn... ja, und der eingewechselte Hermann genauso überzeugen kann wie Grifo im letzten Spiel, dann bin ich doch zufrieden. Wir müssen hier irgendwie an ein schnelles Auswärtstor kommen, das wäre so mein Ziel. Denn mit einem 1:0 wäre Mailand in der nächsten Runde und wir wären damit leider draußen, obwohl wir mega überzeugt haben eigentlich im Hinspiel und sehr, sehr spät das Gegentor bekommen haben. 50 Minuten mittlerweile gespielt und wir haben es bisher echt nicht hinbekommen, das Tor zu schießen. Bitte Jungs, ein Tor. Es ist jetzt wirklich wie gespiegelt und ich habe das Gefühl, ja, wir sind draußen. Wow, nach so einem guten Hinspiel, so eine Blamage im Rückspiel, das ist einfach nur peinlich. Die Saison ist vorbei, wir sind ja in der Champions League draußen, im DFB-Pokal draußen. Das bedeutet, wir müssen es irgendwie packen, uns hier ja, für die Champions League wieder zu qualifizieren. Ansonsten wäre es echt mega bitter und ich hoffe hier wirklich, bitte, bitte, bitte Champions League Quali und ja, wir müssen rein in die Qualifikation. Das heißt, wir müssen nochmal ein Spiel machen, um uns letztendlich für die Champions League zu qualifizieren. Aber da sehe ich echt, oder dem sehe ich echt recht zuversichtlich entgegen. Und dann starten wir direkt rein in Saison Nummer 5, glaube ich. Ich bin mir echt nicht sicher. Und der erste und einzige Transfer für diese Transferphase steht bereits, ja, am 1.7. schon fest. Und zwar Odrorio Zola. Wechselt von Manchester United zu uns. 65 Millionen zahlen wir für ihn, aber es ist die schlechteste Position und die wollte ich definitiv nochmal verstärken. Und das haben wir jetzt getan und ich bin der Meinung, dieses Jahr müssen wir eigentlich auch in der Champions League relativ gut mitspielen. Wir haben jetzt echt einen starken Kader und ich erwarte jetzt wirklich von unserer Mannschaft, dass wir auch gut in der Champions League mit dabei sind. Ich werde sehen, wie es letztendlich aussieht. Das ist unser Kader und wir starten direkt rein in die neue Saison.
Mal wieder in der Winterpause angekommen, schauen wir natürlich rein, wie es denn so tabellarisch aussieht. Wie gesagt, eigentlich ist die Bundesliga nicht ganz so wichtig, ob wir da Meister werden oder nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall nur für die nächste Saison qualifizieren. Wir sind allerdings ganz vorne mit dabei, 7 Punkte vor Borussia Dortmund. Das sieht schon mal richtig gut aus. Und dann schauen wir natürlich noch weiter, wie es im DFB-Pokal so aussieht. Da stehen wir auch im Viertelfinale gegen Köln. Und jetzt die Champions League. Bitte, bitte K.O.-Phase. Und wir sind in der K.O.-Phase, allerdings leider nur als Tabellenzweiter. Und müssen gegen PSG ran, die natürlich ein sehr, sehr harter Gegner sind. Und wir sind Zweiter hinter wem denn? Das müssen wir nochmal kurz nachschauen. Wir sind Zweiter hinter... Alter, was eine Gruppe. 9-9-9-9. Das ist mal eine geile Gruppenphase gewesen. Uiuiui, aber wir können letztendlich ins Achtelfinale einziehen und schauen da einfach mal, wie weit es da für uns geht. Wir gehen jetzt rein ins Champions League Spiel und ich glaube, es ist das dritte Jahr für uns, dass wir uns hier für die Achtelfinalspiele qualifiziert haben. Das ist unser Kader, diesmal sogar voll gestärkt, aber wir müssen natürlich auch gegen einen sehr starken Kader ran, gegen PSG. Und ja, ich sehe da ein wirklich ausgeglichenes Spiel und wenn ich sehe, wie PSG in der Gruppenphase rasiert hat, dann würde ich sogar sagen, PSG ist besser. Und die haben auch eine richtig krasse Mannschaft. Areola, Meunier, Hummels, Marquinhos, Soares, Paredes, Rabiot, Verratti, Lucas, Belotti, Neymar. Das ist schon ziemlich krank. Es steht jetzt hier 1:1 bei uns im Stadion. Vielleicht ein 2-1-Sieg, das wäre eigentlich doch sogar eine ganz gute Ausgangsposition gegen PSG. Und ich dachte gerade eben, Guedes wäre bei PSG. Aber Guedes ist mittlerweile bei uns und der macht das Tor. Und wir gewinnen mit 2:1 das Hinspiel. Nach dem 2-1-Sieg im Hinspiel starten wir jetzt direkt durch ins Rückspiel. Ein Spieler verletzt, den habe ich schon auf die Bank gepackt, nur leider von der Bank genommen. Aber ich kann euch sagen, wer das ist, unser ZM Zakaria. Dafür kommt jetzt Benesch zu seiner ersten Champions League-Begegnung hier in die Partie rein. Und am besten ein Auswärtstor schießen, das wäre ein Traum hier früh. Mit 1:0 in Führung gehen, das wäre ein Traum, Mannschaft. Bitte erfüllt mir einmal diesen Traum. Wir haben, glaube ich, schon mal 2:1 gewonnen, irgendwie ein Hinspiel und das Rückspiel dann leider, glaube ich, 3:0 auf den Hut bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, doch, gegen AC Mailand war das, glaube ich, vorletztes Jahr. Und mit einem Unentschieden wären wir hier übrigens weiter, Jungs. Aber PSG braucht ein Tor, dann sind sie weiter. Das heißt, nicht zu früh freuen, 5 Martins. Wir sind weiter. Wir stehen gegen PSG in der nächsten Runde, Viertelfinale, wir kommen. Let's go und ich bin gespannt auf unseren Gegner. Im Viertelfinale haben wir jetzt unseren Gegner bekommen. Leider fällt ein Innenverteidiger bei uns aus. Was natürlich sehr, sehr belastend ist. Den hätte ich natürlich gerne jetzt am Start gehabt. Wir müssen allerdings ohne ihn auskommen. Korea mittlerweile auf der 90. Und unser Gegner heißt Manchester City. Das wird auf jeden Fall nicht unbedingt so einfach. Wir starten direkt rein. Zuerst Heimspiel, danach auswärts. Das mag ich ja persönlich immer ein bisschen lieber. Aber dafür müssen wir auch am besten im Heimspiel ohne Gegentor bleiben und hier knapp vielleicht mit 1:0 gewinnen und dann direkt im Auswärtsspiel, ja, ein Tor knipsen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Sané macht hier den 1:1 Ausgleichstreffer, nachdem Guedes uns in der 31. Minute in Führung gebracht hat. Jetzt vielleicht noch einen Treffer oben drauf legen, natürlich auf unserer Seite, und dann das Ganze hier 2:1 gewinnen. Und Werner hört auf meine Forderungen und macht das Tor. 2:1 für uns und damit können wir relativ gut ins Rückspiel reinstarten. Und dann geht es jetzt ins Rückspiel. Ich hoffe, dass unser Innenverteidiger wieder fit ist. Valero fällt aber leider weiterhin aus. Das bedeutet, sollten wir ins Halbfinale kommen, muss er da wieder am Start sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Rein geht es ins Spiel gegen Manchester City, diesmal auswärts. Und Forderung von mir, früh ein Tor schießen. Ich glaube, die haben mich falsch verstanden. Nicht früh ein Tor kassieren, sondern früh ein Tor schießen. 1:1. Wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, dann sind wir hier weiter. Aber Rodriguez macht das 2:1. Den Spieler, den ich hier überhaupt nicht auf dem Schirm habe, Außenverteidiger Rodriguez, sagt mir halt gar nichts. Sonst sagen alle Spieler einem was, aber der halt überhaupt nicht. Bitte kein Gegentor kassieren. Bitte ein Tor schießen. Silva Tor. Zakaria Tor. Wir sind weiter. Wir haben ein Auswärtstor mehr als Manchester City. Und damit sind wir doch noch nicht draußen, sondern wir stehen im Halbfinale mit diesem Kader. Außer natürlich unser Innenverteidiger, da ist jetzt gerade Vestergaard. Aber ich hoffe,
dass wir unseren Spieler gleich wieder fit haben. Wir können uns hier, glaube ich, anschauen, wie lange Vallejo noch ausfällt. 6 Wochen. Shit, das bedeutet, der wird uns nicht mal im Halbfinale zur Verfügung stehen. Das ist natürlich Mist und Halbfinalgegner steht auch noch nicht fest. Wir starten jetzt rein ins Halbfinalspiel und da ist sogar ein machbarer Gegner meiner Meinung nach vor der Tür. Mit Liverpool, für mich auf jeden Fall schwächer als PSG und dann noch Manchester City. Aber da hat jeder, wie gesagt, seine eigene Meinung. Wir starten rein ins Spiel gegen Liverpool, wieder zuerst heim. Das freut mich leider immer noch mit einem verletzten Innenverteidiger. Vestergaard hilft wieder aus und wir führen nach 5 Minuten mit 1:0. Heimdevise wie immer, ohne Gegentor bleiben. Ganz, ganz wichtig, 35 Minuten gespielt. Es bleibt weiterhin beim 1:0 durch Ankre Correa in der 5. Minute. Zielinski geht raus, dafür kommt Koke rein. Nee, andersrum, Koke geht rein, Zielinski. Nee, Koke geht raus, Zielinski kommt rein und ich wäre hier mit dem 1:0 echt super zufrieden und damit haben wir eine mega Ausgangslage fürs Rückspiel und da starten wir direkt rein. Ein Auswärtstor und wir sind so gut wie durch. Mit dem exakt gleichen Kader wie schon im Hinspiel starten wir jetzt rein ins Rückspiel. Wie gesagt, ich würde gerne den Innenverteidiger Vestergaard immer noch austauschen, aber das geht leider verletzungsbedingt derzeit noch nicht. William José mit dem 1:0 nach einer Minute. GG, das dürfte so auf keinen Fall passieren. Wir brauchen hier dringend ein Tor. Ich möchte jetzt... Martins, okay, wir sind so gut wie durch. Liverpool braucht 2 Tore jetzt, um hier weiterzukommen. Und ich bin recht zufrieden. Der Kader von Liverpool sieht aber vor allem im Mittelfeld echt nicht schlecht aus vom Potenzial und so weiter. Zakaria jetzt sogar mit der Führung. Und damit stehen wir im Champions-League-Finale. Und das werden wir jetzt direkt spielen. Ich bin nur noch gespannt, gegen wen das sein wird. Ich habe gesehen, das andere Halbfinale Barcelona gegen Bayern. Und vielleicht ja ein deutsches Champions League Finale. Es wird nicht deutsch, wir müssen ran gegen Barcelona und genau da sehen wir uns jetzt wieder. Mit diesem Kader geht es jetzt für uns rein ins Finale gegen Barcelona. Werner Correa, unsere Doppelspitze, Guedes links, rechts Martins, Gomez, Zakaria, die Abräumer, Martin und Odriozola, die beiden Außenverteidiger und Rugani Vallejo, die Innenverteidiger, sowie Lafont natürlich als Keeper. Dürfte eine echt interessante Partie werden. Ich bin vor allem auch gespannt, was Barcelona sich da für einen Kader zusammengebastelt hat. Wir spielen wie immer auf Legende und wir dürfen ran in England im Old Trafford. Das ist auch mal ein richtig geiles Stadion. Wir hatten in letzter Zeit sehr, sehr häufig das Volksparkstadion, aber ich bin echt ganz ehrlich und sage, ja, ich bin vielleicht denn doch ein wenig lieber im Old Trafford unterwegs. So, wann können wir hier das Ganze überspringen und in die Partie gehen? Wir starten rein gegen den FC Barcelona. Hier die beiden besten Spieler. Das sollte bei uns denn Ankre Correa sein. Hätte ich niemals erkannt, wenn ich das Ganze nicht wüsste. Und auf der anderen Seite Dembélé. Ich dachte zuerst, es wäre Nelson Semedo, aber es ist Ousmane Dembélé. Kennt vielleicht der ein oder andere aus der Bundesliga. Und dann geht es los im Old Trafford Stadion, Borussia Mönchengladbach gegen den FC Barcelona, Deutschland gegen Spanien und wir wollen hier natürlich im ersten Anlauf, so haben wir es bisher immer geschafft, den Champions League Titel gewinnen. Ich bin nur gespannt auf die Ausstellung von Barcelona. Ich sehe Busquets, ich sehe Ter Stegen und Barcelona musste weiterkommen gegen Dortmund, gegen Tottenham und gegen den FC Bayern München. Das bedeutet, 2 deutsche Mannschaften haben sie schon rausgeschmissen. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht die dritte dazukommt. Ich habe Boateng und Mustafi gesehen. Eine deutsche Innenverteidigung beim FC Barcelona, sehr, sehr interessant. Aber hier kommt auch Antonio Lato, ebenfalls ein Innenverteidiger. Spielen die da mit 3 Innenverteidigern oder Mustafi auf rechts? Ich bin mir da echt derzeit nicht so hundertprozentig sicher. Kommt auf jeden Fall vom VfB Stuttgart und dann hier ist unser Kader, den habe ich gerade eben schon vorgelesen. Und ich bin jetzt natürlich mega gespannt, wie der Kader denn wirklich aussieht. Ob Barcelona mit 5er-Kette spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Oder ob sie da wirklich Mustafi auf rechts spielen. Das könnte ich mir dann doch ein wenig besser vorstellen. Hier sind wir. Das ist allerdings recht uninteressant, denn mich interessiert wirklich nur eines. Und das kriegen wir jetzt zu sehen. Die Aufstellung von Barcelona. Ter Stegen, rechts Semedo, Mustafi, Boateng, Innenverteidigung und Lato auf links. Busquets und Samper, die beiden Abräumer. Dembélé rechts, De Lefeu links und im Sturm. Embolo und Brugman. Brugman, wie auch immer, kenne ich überhaupt nicht.
ist für mich ein neuer Name und ich bin gespannt, wie der so spielen wird. Ob das ein Regen ist oder ob das wirklich ein Spieler ist, den es gibt. Wir starten rein ins Finale der Champions League gegen den FC Barcelona. Boah, starkes Spiel, Ángel Correa geht durch und Ángel Correa 1:0, 4 Minuten gespielt, so schnell kann das gehen. Sehr, sehr eiskalter, zielstrebiger Abschluss und hier auch schön. One-Touch-Football weitergeleitet von Gelson Martins und dann aus dem Winkel den so reinhauen. Das macht auch nicht jeder Stürmer, aber Ángel Correa echt super. Und damit gehen wir mit 1:0 nach gerade mal 4 Minuten in Führung. Oh, stark gemacht von Barca und da ist das Ding. 1:1, 35. Minute, Embolo kommt durch. Erste Torchance für den FC Barcelona. Und dann auch eiskalt von Embolo abgeschlossen. Mich hat es gewundert, dass meine Innenverteidiger da so standen, dass es kein Abseits war. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass es Abseits ist, war es allerdings nicht. Hier gleiche Höhe und dann die Nummer 24, die das Ganze echt nicht gut löst. Oh, stark gespielt und der muss es sein. Gelson Martins 2:1, kurz nach dem Ausgleichstreffer bringen wir uns selber wieder in Führung durch Gelson Martins. Sehr, sehr stark, 38. Minute. Oh, stark durchgespielt und da kommt Werner auch noch ran, nur der Ball rollt dann leider neben das Tor. Ich weiß nicht, ob der Keeper dran war. Nee, anscheinend nicht. Stark von Correa. Jetzt der Pass durch auf Timo Werner. Und wow, das Tor, würde ich sagen, geht 80% auf Correa, der da wirklich durch die Abwehr durchläuft. Dazu dann das Hütchenstang und dann 47. Wir führen mit 3:1. Und vielleicht ist das eventuell schon die kleine Vorentscheidung. Anschlusstreffer, wird das doch nochmal spannend. 62. Minute Barcelona mit dem Ausgleich durch Bukman. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder ein Tor vorlegen, damit wir hier wieder davon sind. Denn Barcelona macht jede Chance, die sie haben, eiskalt rein. Das könnte vielleicht nochmal gefährlich werden. Und da haben wir es. Da haben wir es. Tor durch Timo Werner, 4:2, 65. Minute. Damit das eben angesprochene Tor, was wir wieder brauchen, um eine 2-Tore-Differenz dazwischen zu kriegen. Jetzt direkt bekommen, richtig stark von Timo Werner. Oh, Correa macht da wieder alles auf. Jetzt der lange Pass an den Pfosten und dann muss es das Tor sein. Und erstes Tor für Guedes, 5:2 und damit jetzt lehne ich mich immer ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist die Entscheidung. Damit ist das Spiel vorbei, Meisterschaftsfeier. Wie gesagt, geben wir uns nicht mehr da, dass jedes Mal das Gleiche ist. Aber ich denke, die Führung oder der Sieg geht hier in Ordnung. Es ist eigentlich sogar recht ausgeglichen von den Torschüssen, aber 5:2 das Endergebnis. Damit gewinnen wir die Champions League und wir schauen natürlich noch kurz rein, wie es denn so im DFB-Pokal und in der Bundesliga steht. Und dann ganz, ganz wichtig, nächste Woche Samstag 10:30 Uhr einschalten. Ihr habt es am Anfang gesehen, da gibt es wieder die Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein, tabellenmäßig Bundesliga gewonnen und ja, im DFB-Pokal leider im Halbfinale gegen Bayern gescheitert. Aber immerhin das Double geholt. Ich bin mega zufrieden. Das ist unser Team zum Ende. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir die 1000 Likes. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.